Na, sieh mal einer an. Wie schön, dass ihr da seid. Das ist der Leiter unseres Forschungsteams, Professor Tsutsumi Uchi. Den kenne ich. Der hatte mir doch geholfen. Was passiert hier? Diese Forschungseinrichtung stellt einen Impfstoff her, der den Ausbruch von Fähigkeiten von vornherein verhindern soll. Ein Impfstoff? Soll das heißen, wir sind krank? Genau. Da es sich bei euren besonderen Fähigkeiten um eine Krankheit handelt, müssen wir alle Menschen auf der Erde impfen, bevor sich die Partikel erneut über die ganze Welt verstreuen. Partikel? Sagt dir vielleicht der langperiodische Komet namens Charlotte etwas? Ja, der sagt mir was, den kenne ich. Oh, du scheinst die Sterne ja sehr zu mögen, meine Kleine. Oh ja, Astronomie ist mein Lieblingshobby. Ihr müsst wissen, dass sich der Komet Charlotte der Erde alle 75 Jahre nähert. Dabei verstreuen sich jedes Mal uns noch unbekannte Partikel auf der Erde. Und wer diese Partikel aufnimmt, entwickelt ganz besondere Kräfte, sobald der Körper in seine sensibelste Phase kommt. Partikel, die bis zu den Hirnnerven vorgedrungen sind, rütteln sogar Bereiche wach, die eigentlich inaktiv sein sollten. Das ist also die Ursache dafür? Der Komet hat sich uns beispielsweise vor 400 Jahren genähert und dabei große Mengen von Partikeln verstreut. In Europa wurden Menschen, die durch die Partikel besondere Fähigkeiten entwickelt hatten, als Hexen betitelt. Der Rest der Bevölkerung fürchtete sie und veranstaltete Hexenjagden. Und so wurden zigtausende Begabte hingerichtet. Vor ungefähr 12 Jahren hat der Komet unsere Atmosphäre erneut gestreift. Natürlich tauchte dadurch wieder ein junger Begabter nach dem anderen auf. Genau. Damit sind wir gemeint, Hugh. Und damit so etwas nicht noch einmal passiert, stellen wir einen Impfstoff her. In Japan haben wir mit der Produktion bereits begonnen. Toll, dann können wir jetzt aufatmen, was? Nein. Leider ist nur Japan geschützt, da ich über dieses Land die Führung habe. Hexenjagden finden immer noch statt. Auf der ganzen Welt. Aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Red gefälligst nicht so gedankenlos darüber. Was? Auch im Ausland tun sich Begabte zusammen. Und wir haben keine Ahnung, wann die Weltordnung durch Terroranschläge auf den Kopf gestellt wird. Und der Impfstoff? Damit können die Infizierten zwar behandelt werden, aber wenn die Fähigkeit bereits ausgebrochen ist, wirkt er nicht. Und warum stellt ihr da nicht einfach irgendein Wundermittel her? Schunske, mein Junge, ich weiß, du bist ein kluges Köpfchen, aber auf deinem Bruder scheint das wohl nicht zuzutreffen. Ein neues Medikament herzustellen dauert leider viele Jahre, verstehst du? Ich weiß zwar noch nicht genau, was aus dieser Welt wird, aber ich verspreche, dass ich euch immer beschützen werde.